Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Episode Minecraft Sky Bounce zusammen mit Awesome Elina Hallöchen! Jo! Leute, was gibt es Neues auf unserer kleinen feinen Insel? Wir haben hier die Kisten sortiert, ne? Und da schnappen wir uns auch schon mal die, weil die brauchen wir gleich. Und da haben wir quasi dort, das ist die Special-Kiste. Wir haben hier Rüstung, Waffen, Werkzeuge. Wir hatten ja in der letzten Episode sehr, sehr nice PvP-Erfolge. Wie ihr seht, das hat sich verdammt nochmal gelohnt. Alle Kisten sind randvoll mit nicen Stuff hier. Aber was wir heute auf dem Plan haben, wir machen natürlich die Weihnachtsmann-Quest weiter. Außerdem die Kampagne spielen wir weiter. Und wir werden uns um diesen unendlichen Generator hier mal kümmern. Und zwar ist der ja so konzipiert, dass wir quasi jetzt hier einfach nur den Stein auffüllen müssen. Und dann generiert der weiter Erze. Und sobald das Eisending durch ist, werden wir hier ganz, 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 ganz viele Diamanten farmen. Und damit reich werden hoffentlich, Leute. Weil wir brauchen jede Menge Geld, damit wir uns auch nice ausrüsten können. So, tada! Jetzt haben wir hier einen gigantischen Erzgenerator. Aktuelles Eisen eingestellt, aber wir werden das dann später noch auf Diamanten umrüsten und dann wird der ganze Klotz zu Diamanten. Es gibt sogar Diamant-Block-Spawner. Also das wird auf jeden Fall eine nice Einnahmequelle. Außerdem habe ich hier diverse Loot-Cases. Wow, was? Yo, wie cool ist das denn animiert? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hä, muss ich irgendwas machen? Nee, das ist... Yo, das ist mega cool. Ach, ich muss die schlagen, oder wie? Ach nee, die lösen sich von selbst auf. Ach, ein Item bleibt übrig, oder wie? Jo, das ist ja mega cool. Elina, siehst du das überhaupt? Lol, was passiert hier gerade? Fünf, vier, vier Items. Okay, ich habe, och Mann. Okay, wartet. Ich habe Ton bekommen, mega low. Ich habe eine Schallplatte bekommen, jetzt auch nicht so geil. Aber ich habe auch den Angry Miner bekommen mit 11 Damage. Hey, warte mal, ich glaube, das ist tatsächlich unsere, das ist einfach unsere stärkste Waffe, Elina. Der Angry Miner, die Spitzhacke. Jo, also ja, eine Spitzhacke, yo. Okay, Leute, das ist sehr nice, haben eine coole Waffe bekommen. Ich habe aber noch mehr Loot Cases. Elina, bist du bereit, es hier komplett eskalieren zu lassen? Oh, okay. Yeah. Zack, zack, zack. Ach, das geht leider nicht. Oh Mann, wie enttäuschend. Okay, man kann nicht mehrere Spawner gleichzeitig aktivieren. Quarz, na, den kannst du haben. Oh, das kriege ich hier. Bitte schön da. So, nochmal. Wir kriegen nochmal Erze raus. Mal sehen, was wir da Schönes rausbekommen. Komm. Emerald oder Diamanten wären ganz nice. Eisen, ja, nehmen wir auch. Doch, Eisen ist ganz okay. So, jetzt nehmen wir die heilige Rune. Mal sehen, was wir da rauskriegen. Ich glaube, die schleudert dich weg, Elina. Pass auf. Yo, XP. Bottle of Item XP. Okay, da können wir, ein Item aufwerten. Das heben wir aber aktuell noch auf. Das, falls wir da mal bessere Rüstung oder besseres Schwert kriegen, benutzen wir das einfach dafür. Legendary Tank, Legendary Undead 6. Also Legendary hört sich auf jeden Fall schon mal ganz nice an. Hä, man kriegt ja nur Legendary. Sind das besondere Legendary Cases oder so? Keine Ahnung. Okay, jetzt habe ich... Okay, Parish 2. Okay, ich habe Parish 5 aber schon. Okay, die letzte Loot Case für heute. Shade 2. Okay, haben wir ein paar nice Verzauberungen bekommen. Die tun wir in Sonstiges rein, genau. Let's go. Die, ja, wir müssen die Welt retten, Quest. Ich weiß nicht genau, ob wir die jetzt noch weitermachen können, weil das war ja die Ferienquest und die sind da schon ein bisschen rum. Wir schauen einfach mal. Wir brauchen, ein Orb of Immunity, 64 Magneten, ein Diamant und Immunität. Ein Diamant, die Dark Essence brauchen wir auch gleich. Dann ein Orb of Immunity haben wir. Haben wir nur noch eins? Da müssen wir sparsam sein. 64 Magnet-Spells. Okay, da müssen wir noch ein bisschen kaufen. Und dann diese Lingering Dispels. Da brauchen wir 5. Okay, hast du noch Magnet-Spells, Elina? Da brauchen wir noch ein paar. Nee, ich habe alle meine in die Kiste gelegt. Wir müssen noch ein bisschen sparen, weil uns fehlen noch 8 Magnet-Spells. Die kriegen wir aber definitiv noch in dieser Episode zusammen. Machen wir erstmal weiter mit der ganz normalen Quest, Leute. Da müssen wir nämlich machen eine Spitzhacke auf Level 10. Na, das ist ja gar kein Problem. Warte, Elina, da können wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da gehen wir mal in die Warzone und farmen da ein paar Erze. Da können wir auch gleich Truhen looten. Vielleicht finden wir da Magnet-Spells. Ausgerüstet für die Warzone. Oh, du hast hier so einen Super Sapling gesetzt, ne? Ja. Ja, der hat nämlich so Effekte. Was können die? Was machen die? Keine Ahnung, was die machen. Leute, ich aktiviere mal den Storm Generator. Das heißt, es werden Kisten in der Warzone aufgefüllt, weil wir gehen ja jetzt auch... Elina, bist du ready?
Du musst alles aus dem Inventar rauslegen, was wertvoll ist. Ja, der hat Special Effects. Was sind denn welche? Ja, siehst du das nicht? So weiße Partikel. Ja, ich sehe das aber. Ja, ich weiß auch nicht, was der kann, Elina. Storm Generator! Ach, ich muss auf den Block. So, Storm Generator! Bam! Okay, wir kriegen eine Lotterie, Elina, in 3, 2, 1, let's go! Okay, ich muss schnell drücken. Okay. Oh, ich habe eine mega nice Brustplatte bekommen. Ja, Alter. Okay, ich habe die Frost-Brustplatte bekommen, Leute. Okay, tun wir ganz kurz alles in die Kisten. Auch in die richtigen Kisten sortieren, Elina, ne? Wie wir das kennen. Da ist ein Gegner vor mir! Wo ist die Warzone? Ich bin instant tot. Oder vielleicht doch nicht. Ich gebe ihm. Oh, der hat ja mega viele Herzen. Der wird mich safe killen. Wo bist du, Ben? Ich rette dich! Keine Ahnung. Oh Gott, der hat mein Inventar durchgemischt. Als ob es hier sowas gibt. Er hat sich geheilt, aber ich habe einen OP-Goldapfel. Wenn er keinen hat, sieht es ganz gut aus für mich, Leute. Der Angry Miner muss überzeugen, Leute. Er hat auch rein. Er hat auch rein. Oh Mann. Als ob ich hier lebend rausgekommen bin. Oh Gott, die fighten da alle, Elina. Ich habe Angst. Das sind so drei Dia-Typen, ne? Ja, ja, siehst du die? Renn ich da hin. Renn ich da hin, Elina. Ich bin da weggerannt. Ja, ja, ich teleportiere mich zurück. Ich glaube, die wissen nicht, dass ich mich hier gerettet habe. 5, 4. Ich habe echt überlebt. Nice. Oh Mann, ey. Oh, fetter Loot, Elina. Jo, 10.000 Economy-Ticket. Geflankt. So, wir haben eine Enchantment-Crate-Dia-Blöcke bekommen und so. Da ist ein. Hey, Elina! Das bist gar nicht du, das ist das nur so ein ähnlicher Skin. Er hat sich ausgelockt, bevor. Ah, die Kiste nicht gelootet. Du Sau, ey. Ich habe das Schwert, das heißt The Grinder. Jo, zwei Kisten haben wir gelootet. Da links ist noch eine. Da ist Paluden! Jo, heulische Paluden! Oh Gott, ich fall runter, Leute. Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Habe ich ihn gekillt, Leute? Das sah irgendwie komisch aus. Ich glaube schon. Ach ja, Kämpfe 3 von 15. Genau, wir haben gerade einen Kampf gewonnen, Leute. Jawohl. So, wir holen uns die Kiste, die wir da nochmal gesehen haben. Und dann konzentrieren wir uns mal auf die Challenge, nämlich unsere Spitzhocke auf Level 10 zu bekommen. So, was haben wir hier? Oh, jawohl. Leider kein Magnetspell. Vielleicht kriegen wir doch noch einen. Leute, ich gehe auf Risiko. Ich will Magnetspells haben. Wir müssen nur einmal Magnetspells finden, Nina. Dann haben wir die... Oh Gott, da ist ein Full-Dia. Tschüssi! Ich habe keine gefunden. Aber die stacken sich nicht. Okay, Leute, wir probieren mal die Weihnachtsmann-Quest jetzt zu machen. Das müsste eigentlich hinhauen. Wir probieren es mal, Leute. Du Skydrop! Quest. Ja, aber ich muss Elina die Challenge hier machen. Saving the world. Wir müssen die Welt retten. Zack, zack. Dann ein Dia, zack. Dann, zack. So, da fehlen uns noch 8. Das heißt hier genau die Hälfte. So. Boom, 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 boom. Hey, wieso geht denn das nicht? Wie ich soeben erfahren habe, im sehr hilfsbereiten, netten Chat, man kann die Quest nicht mehr weitermachen, weil die Ferien sind vorbei. Macht ja auch irgendwie Sinn. Deswegen die Weihnachtsmann-Quest. Wir heben aber die Dark Essence trotzdem mal auf. Vielleicht können wir die ja irgendwie doch mal gebrauchen. Elina hatte gerade mir was Cooles zugesteckt, und zwar eine Potato Farm. Wollen wir die mal platzieren? Ja. Hier, oder wie? Okay, ich mach mal Test. Warte mal, kann irgendwie... Wie funktioniert das? Right-Click. Tada! Eine Potato Farm. Yeah! Okay, wir müssen nur den Übergang hier noch ein bisschen schöner machen. Ja. Der war jetzt nur provisorisch. Aber so sieht das auf jeden Fall schon mal aus. Das kann man hier. Jetzt haben wir auf jeden Fall essensmäßig ausgesorgt. Oh yeah. Elina, das ist deine Aufgabe. Du musst hier den Übergang schnieke machen. Werde ich machen. Okay, jetzt sortieren wir das erstmal wieder in die ganzen Kisten ein, weil den ganzen Weihnachtsmann-Kram brauchen wir jetzt doch nicht. Level 3 haben wir die Spitzhacke jetzt schon und wir machen weiter. Ihr seht unten den Fortschritt, 56%. Gleich haben wir sie auf Level 4. Ja, dann ist Level 10 ja voll easy, Leute. Ich mache das hier erst in 2 Sekunden. Zack. Nee, oh hä, 96? Ah, jetzt. Level 4. Genau, Level 10 brauchen wir. Wir machen weiter. Wir können aber jetzt auch schon mal, das ist ja das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, können wir schon mal einen Dia-Spawner hier platzieren. Ich nehme mal den besten, den wir haben. Den haben wir. 40 Diamanterze. Ja, dann ist das der beste hier. Let's go, Leute. Platzieren wir den mal für mega viele Diamanten. So mehrere 100 Stück können wir damit jetzt produzieren. Boom. Jawohl. Level 3 haben wir die Spitzhacke jetzt schon. Und wir machen weiter. Ihr seht unten den Fortschritt, 56%. Gleich haben wir sie auf Level 4. Ja, dann ist Level 10 ja voll easy, Leute. Ich mache das hier erst in 2 Sekunden. Zack. Nee, oh hä, 96? Ah, jetzt. Level 4. Genau, Level 10 brauchen wir. Wir machen weiter. Wir können aber jetzt auch schon mal, das ist ja das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, können wir schon mal einen Dia-Spawner hier platzieren. Ich nehme mal den besten, den wir haben. Den haben wir. 40 Diamanterze. Ja, dann ist das der beste hier. Let's go, Leute. Platzieren wir den mal für mega viele Diamanten. So mehrere 100 Stück können wir damit jetzt produzieren. Boom. Jawohl.
Bam, 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 bam. Jawohl, da haben wir Level 10 erreicht und die nächste Challenge freigeschaltet. Was müssen wir machen, Leute? 10 Jack-O-Lanterns craften. In der Zeit, in der die Kürbisse jetzt wachsen für die nächste Quest, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Vergesst nicht, den Like-Button zu flanken für mehr Skybounce-Episoden und meinen Kanal zu abonnieren, da würde ich mich auch freuen. Du kannst jetzt auf das Video klicken, da kommst du zur letzten Episode Lucky Blocks. Schau da auf jeden Fall mal vorbei und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao!